that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Hallo, Alex. Hallo, David. Also, der Einstieg war richtig filmreif. Ne? Hallo, Alex. Hallo, Alex. Hallo, Alex, genau. Hallo, David. Alex. Alex ist ein bekannter Name. Madagaskar, Alex. Yeah. Ja, ne? Der das denke ich mir jedes Mal, wenn ich dich begrüße im Betriebstagebuch. Okay. Bin ich der Löwe? Ja, nach dem Urlaub und nach Weihnachten jetzt so ein bisschen Löwe, das stimmt, ja. Aber der Alex im Endeffekt, er hat was, ja, das ist cool. Aber ja, nichtsdestotrotz. Und diesmal, vergesse es ich nicht, diesmal begrüße ich unsere Gäste da draußen. Jawohl. Herzlich willkommen zur letzten Folge Betriebstagebuch hier auf Schwimmbad-TV. Servus da draußen. Servus Leute, grüß euch. Auch von meiner Seite ein herzliches Hallo aus den jeweiligen Wohnzimmern, aus dem, wie war das, Manufaktur dieses Jahr des Podcastes immer wieder. Und wir freuen uns drauf, einfach jetzt den letzten Podcast mit euch zu machen. Für euch, mit dir, total geil. Ich finde, das ist ein würdiger Abschluss. Wir haben 30.12. und ist total cool, das morgen dann auch rauszuhauen und euch dann da in der Hinsicht das letzte für dieses Jahr zu präsentieren. David, was für ein Jahr. Völlig kranke Nummer. Also. Ja, erfolgreich. Verrückt. Ja. Bahnbrechend. Also Ups and Downs vom Allerfeinsten. Also gefühlt, das, was man noch nie erlebt hat, passiert alles kurz auf knapp. Ne, von Pandemie bis Krise, Energie und alles drum und dran. Bis hin zur Schwimmbadplattform. Ne? Ja. Also, ich finde es. Aber bevor wir nochmal einen Rückblick wagen, ich war heute beim Baden und mir ist aufgefallen, die Wärmebänke feiern ihr Revival. Und wenn die Wärmebank wärmer ist wie das Wasser, dann weißt du, du steckst mitten in einer Krise. Oh, bagage. Oh, yes. Oh yes, ja, früher war es echt so. Ich kenne das noch aus meinen alten Freibadzeiten, als man es dann kalt wurde, wir uns auf die aufgeheizten Platten gelegt haben, um wieder einigermaßen warm zu werden. Das gleiche erleben wir immer wieder mehr in den Hallenbädern, dass die jeweiligen Wärmebänke belagert sind, schon verteidigt werden. Da wird jede Liege aktuell stehen gelassen, um da ein warmes Plätzchen herzubekommen. Was für eine kranke Welt. Hammer. Und du musst immer geschickter werden, um ins warme Kinderbecken zu kommen. Also du musst dir irgendwas einfallen lassen. Ich hatte heute meinen Ball dabei, hab mir ein Kind gesucht, um nein, sowas nicht. Natürlich war mein Sohn dabei. Aber Gott sei Dank, weil sonst wirst du dann immer wieder rausgeschmissen aus den Kinderbereichen. Aber es ist nun mal wärmer dort, ne? Absolut, absolut. Wurde ich einfach jetzt nochmal ganz öffentlich uns dann mal sagen darf, wir haben immer noch 34 Grad bei uns im Außenbecken und haben das ganz bewusst gewählt, so blöd wie es klingt, aber es ist echt eine krasse Nummer, was das mittlerweile bewirkt da draußen. Das Ding ist wie ein Whirlpool. Ja, brutal. Mehr Köpfe, Menschen, als wie das im Endeffekt Wasserfläche du siehst. Total cool. Und es strotzt von absoluter Dankbarkeit. Also dahingehend, dass man genau, man merkt so langsam, was warmes Wasser wieder bedeutet. Was das für eine Bedeutung bekommt in dem Sinne. Und dass man doch zwar sparen kann, aber nicht in allen Ecken und Enden. Also, dass viele Dinge halt einfach auch nicht anders gehen, als wie das
ein Kunde halt auch nicht nur 50 Meter oder ein 25 Meter Becken hat, bolzt wie ein Irrer und dann nach Hause geht, sondern das Bad als Kulturpunkt hat, wo er isst, wo er hin und wieder ins Wasser springt, wo er liest, wo er quatscht, wo er miteinander einfach auch Zeit verbringt. Und wenn man das halt nur bei 25 Grad macht, dann wird das halt einfach irgendwann mal so kalt, dass auch die Duschen einen ganz neuen Revival erleben, ja. Weil das, was man hin und wieder an Wasser spart oder was man glaubt, an Wärme zu sparen, verballert man in der aktuellen Situation in den Duschen, weil wenn die Leute natürlich dann saukalt sind und dafür eine halbe Stunde länger duschen, darf man sich dann überlegen, ob das Ganze dann so viel Sinn gemacht hat. Ja, an der Stelle kann man vielleicht nochmal sagen, bei den Preisen heutzutage ist es sogar günstiger, ins öffentliche kommunale Bad zu gehen. Und ich finde, oder ich meine, wir müssen auch die Bäder dahingehend unterstützen, regelmäßiger vorbeizuschauen. Tatsächlich, ich war heute für 3 Euro, 2,80 Euro oder so, 25 Meter Becken, Sprungturm, Kinderbecken mit Düsenanlagen und reicht vollkommen. Ja, also für 2,80 Euro duschen, alles dabei, ein schöner Nachmittag mit der Familie. Also es waren dann 7 Euro am Ende, aber was willst du mehr? Weißt du, wie ich meine? Für 7 Euro. Wenn du zu Hause dir eine Badewanne reinlässt, dann bist du auch schon bei 7 Euro. Gefühlt. 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 Ja. Was haben wir heute vor mit euch? Mit uns? Rückblick. Ja, ich glaube auch. Also, ich finde es immer so krass. Ich habe so einen Spotify-Account und jetzt kommen natürlich immer so diese Jahresrückblick-Medleys, die du dann, die dir in allen Variationen auf den Tisch geknallt werden. Das gleiche habe ich mir ernsthaft auch immer gesagt: Hey, machen wir einen Jahresrückblick-Medley-Podcast. Der schüttelt schon den Kopf. Ja, ich habe mir auch gedacht, um Gottes Willen, no, 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 no. Aber was wir schon machen wollen, ist der Punkt, mal zurückzugucken, in dem Sinne, was ist wirklich gelaufen dieses Jahr? Und was kommt? Wo geht's hin? Was machen wir oder was kommt im neuen Jahr in der Hinsicht? Dahingehend, ja, wie hat's gestartet? Wir haben unseren Podcast gestartet, was absolut der Hammer ist und was ich absolut genial finde. Ich mache es unheimlich gern, ja, und mir macht es Spaß einfach auch wirklich auch an Rückmeldungen. Das, was da auch an uns zurückgetragen wird, ist echt enorm. Das ist Wahnsinn. Jetzt sind wir bei Nummer 8 und es macht Spaß, es ist Freude, es ist Gaudi und für mich ist es der Punkt, wenn ich jetzt mittlerweile mit Leuten ins Gespräch komme, wird viel darüber diskutiert, was wir genau auch in unserem Podcast massiv diskutiert und es wird darüber gesprochen. Und das sind Dinge, die ich einfach total schätze und total geil finde. Ja, ja. Ich habe es in den letzten Tagen gemerkt, weil wir ja doch jetzt ein paar Wochen uns nicht gemeldet hatten, was natürlich auch seinen Grund hatte. Aber die Anfragen, wann kommt endlich der nächste Podcast? Ich vermisse die nächste Folge. Und das ist super. Ja. Das finde ich toll. Und es zeigt auch, dass es nicht unwichtig ist, was wir machen. Wenn es für den einen oder anderen nur unterhaltend ist oder den anderen mehr Einstieg in die Bäderwelt ist, dafür machen wir das. Folge 8. Wir hätten eigentlich schon Folge 12, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Magst du kurz erzählen, warum wir uns jetzt hier eine kurze Auszeit genommen haben? Also, um das Ganze einfach auch mal, mal kurz auf den Punkt zu bringen. Ich bin ja immer der Mensch für lange Worte. Jetzt versuchen wir es mal in kurzen zu fassen. Wir waren platt. Komm auf den Punkt. Wir waren platt, fertig, durch, am Ende, zerstört, völlig hinüber.
mit der Zunge am Boden kratzend, aufleckend, die Reste des jeweiligen Nachtisches. Und wir haben gesagt, wir brauchen Pause. Wir brauchen Pause für uns, für unsere Familien, für unsere Kinder. Es hat sich viel getan. David rennt ja auch auf nicht nur einer Hochzeit, sondern auf vielen, vielen, vielen Hochzeiten. Auf der anderen Seite haben wir die Schwimmbadplattform massiv vorangetrieben, extrem viel Zeit reingesteckt. Dahingehend war einfach wirklich, wir haben ganz bewusst gesagt, ja, Podcast ist uns extrem wichtig, aber unsere Gesundheit ist uns wichtiger. Und darüber hinaus haben wir immer wieder auch gesagt, hey, wir müssen einfach gucken, dass wir auf uns aufpassen. Deswegen jetzt mit absoluter Stärke, ja, wieder zurück und ja, einfach auch gesammelt, was so passiert ist in der letzten Zeit. Hat das jetzt so in der Kürze, der Würze gepasst oder möchtest du da noch was hinzufügen? Ja, ich denke, das geht einher mit dem Ausblick auf 2023. Oh ja. Ne, und klar, in unserem Portfolio, in unserem Ausblick oder in unserer Vision, was denn die Plattform dann ist oder wo sie hinkommt, ja, wo sie hin möchte, waren wir fleißig und haben euch da auf jeden Fall ein paar Anhaltspunkte anzukündigen, die bereits auch schon veröffentlicht sind, noch nicht alle. Ja, peu à peu heißt es so schön. Aber wir können sagen, die Akademie steht. Ja. Wir machen das, was wir beide lieben, was wir beide am allerbesten können, und zwar unterrichten. Und wir haben unser Seminarprogramm gestartet. Speziell jetzt zunächst mal mit einem Webinar für Quereinsteiger. Und wir werden im nächsten Monat dann noch weitere Seminare an den Start bringen. Alex, wir wollen die Brücke zwischen Theorie und Praxis bauen. Denn ich denke, da gibt es viel aufzuarbeiten. Und hier sehen wir uns, glaube ich, auch mit der Plattform Akademie. Der andere Punkt ist, wir wollen euch da draußen was bieten. Ne? Jo. Also, genau das ist eigentlich so zusammengefasst. Also, viele uns kennen uns ja aus dem Unterricht, aus Webinaren, aus Seminaren. Das ist auch das, was unsere Leidenschaft ist. Das ist das Feedback, was wir ja auch haben, dass wir genau das ja auch weiterführen wollen. Wir wollen die Theorie eben anfassbar machen. Wir wollen die Theorie umsetzbar machen. Und wollen euch da einfach eben diese Brücke schlagen zwischen dem, was wir theoretisch in unseren ganzen Programmen aufgearbeitet haben, zu dem, was wir praktisch auch selber ausprobiert haben. Ja, und das ist genau das, was wir euch weitergeben wollen. Und darüber werdet ihr sehen. Geht auf die Schwimmbadplattform, scrollt euch durch, wirtschaftet euch durch. Es wird neue Dinge da oder sind viele neue Dinge drauf. Und die Akademie ist das große Steckenpferd, wo wir einfach immer weiter auch genau das bieten wollen, was wir sowieso schon seit jetzt mittlerweile Jahrzehnten machen. Ja, Jahrzehnten ist ein bisschen viel, Jahrzehnt. Und euch genau diese Professionalität auch weitergeben. Ja, und ja, wir freuen uns darauf, total. Also das ist was so, ja. Weihnachten war zwar gerade, aber bei uns ist aktuell alle so 2 Wochen Weihnachten in dem Sinne, weil einfach immer wieder neue Schritte da einfach vorankommen. Und da muss ich einmal auch eben jetzt hier im Podcast auch an dich jetzt wirklich mal ein Riesenlob aussprechen. Und wir sprechen zwar immer wieder von wir und das ist auch wirklich wir, aber David hat in den letzten 2 Monaten wirklich so brachial viel in die Plattform gesteckt. Also da von dir, ich ziehe mir nochmal den Hut und bedanke mich ganz herzlich wirklich für dein Wahnsinnsengagement. Und für mich ist eine große Freude immer noch brutal mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, diese Nähe zu haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch diesen Austausch. Das ist das, was ich total schätze, was ich liebe und was einfach auch so viel Spaß und Freude in diesen ganzen Bereichen auch bringt. Ob es jetzt ein Beruf ist auf der einen Seite, aber auch einfach im Lebens,
Ader, Lebenswelt, ja. Die andere Seite, wo man einfach sagen muss, hey, total cool. Dahingehend, dazu gehört einfach auch dieser Podcast. Damit hat es irgendwo diesen Ideen auch immer wieder angefangen, die einfach auch daraus wirken. Erstens aus den Rückmeldungen von euch, aus dem Podcast heraus und aus dem, dass wir auch daraus lernen und leben. Ja, es ist ja nicht immer nur alles Gold, was glänzt, sondern wir kriegen natürlich auch Feedback, was denn sein sollte in dem Sinne, inhaltstechnisch soll mir mehr bringen. Ja, schon. Das wird auch noch mal wesentlich mehr kommen, ganz sicher. Aber aktuell ist die Idee daraus entstanden, dass David und ich gesagt haben, wir unterhalten uns seit 10 Jahren über Schwimmbadbranche und haben jetzt gesagt, jetzt lassen wir einfach mal was mitlaufen und lassen euch daran teilhaben. Und was daraus entstanden ist, ist genau diese Diskussion. Ist diese Diskussion darüber. Und Diskussion ist nicht immer nur positiv, sondern es kann auch was sein, was eben irgendwann mal auch kritisch ist, was völlig in Ordnung ist und was gut ist und was auch wirklich Sachen voranbringt, was Sachen neu werden lässt oder was Sachen besser macht oder einfach mal Sachen rausschmeißen. Und dahingehend erstmal Chapon, vielen Dank dir. Genau, unser Podcast hat mittlerweile Nordrhein-Westfalen weit erreicht, ja. Ich habe von meiner Schwägerin, wir waren jetzt gerade im Norden bei meinen Schwiegereltern, beim Weihnachten feiern, und meine Schwägerin kam ganz, ganz auf mich zu und hat gesagt: Alex, ich höre deinen Podcast. Und ich sagte: Ja, wie? Du hast ja mit Schwimmbadbranche nichts am Hut. Egal, wurscht, ich höre es trotzdem. Also, Ja. dahingehend ein Gruß an Janette. Wunderbar. Das ist eben das, wo wir merken, auch außerhalb der Branche, es erreicht wirklich mehr als wie das, was dann Feedback immer wieder kommt. Und dahingehend, wir werden definitiv weitermachen damit, ja, auch im neuen Jahr. Wir werden es vielleicht auch erweitern. Mir schwebt dann uns, oder mir schwebt und uns schwebt da ein bisschen was vor, aber das ist auch was, was in die Zukunft kommt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir jetzt mal einfach den Sprung wagen, was war, ja, es war ein irre Jahr für uns alle. Ja, es gab hochdiskutiert den Blaudruck, ja, ja, so kam, wie er kam. Wir haben Podcast drüber gemacht, der eingeschlagen ist, wo viel drüber diskutiert wurde. Und ihr kennt unsere Meinung dazu. Wir haben viel eure Meinung gehört dazu. Wir merken, dass gewisse Dinge passieren, weil sie passieren und weil sie viele Dinge über unsere Köpfe hinweg entschieden werden, ja, und wir es halt dann nehmen müssen, wie es ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich einer, der, und das glaube ich, haben wir beide auch immer rausgeführt, es geht immer nicht nur darum, draufzuhauen, sondern wirklich auch die Dinge besser zu machen, ja, und mit den Dingen, die wir haben, zu leben, zu werfen, neu zu formen und voranzubringen, dass die Branche, so wie sie ist, besser wird. Und mein, der Blaudruck ist so, wie er aktuell ist. Wir werden uns weiter mit dem beschäftigen müssen und werden uns weiter damit beschäftigen, werden auch in viele Bereiche kritisch bleiben. Nichtsdestotrotz heißt es, mit dem Ding einfach auch arbeiten zu müssen. Ja, was hat man noch? Energiekrise hat man, was eingeschlagen hat wie wahnsinnig, wo viele, viele Bäder weit über ihre Grenzen drüber hinausgegangen sind, viele Bäder geschlossen wurden, Bäderbranche nochmal ganz neu diskutiert wurde, ja, weil es. Das ist mein Standardwortsatz. Wir sind Energievernichtungsmaschinen, das ist einfach so. Es ist schon immer über Energiemanagement darüber diskutiert worden. Jetzt auf einmal braucht es dann doch jeder. Ja? Wie geht es da weiter? Da haben wir auch, also das ist unter anderem was in die Schwimmbadplattform definitiv mit als Tutorial und auch als Ausbildung mit reinkommt. Wie betreibe ich Energiemanagement? Wie schaffe ich es im Endeffekt, da besser zu werden? Was hat man noch? Interbad war der absolute Burner. David und ich waren nach 5 Tagen, 4 Tagen, 5 Tagen Interbad. Wir haben echt uns vom Boden abkratzen können. Das war eine total intensive, supergeile Zeit. Wir hatten es echt genossen. Ja, Schwimmerplattform Podcast hat gestartet. Ja, und damit waren noch viele andere Sachen, aber das sind jetzt, glaube ich, so die prägendsten gewesen, die uns massiv beschäftigt haben, wo wir gemerkt haben: Boah, lecco mio, da ging echt was voran und rum. Und das sind, glaube ich, einfach so Punkte. Ja, ach, genau, nicht vergessen: Schwimmbadguru. Ja,
kam auf, genau. Die App ging einher, also dahingehend, es ist ein Riesenportfolio mittlerweile entstanden. Und es geht in großen Schritten weiter. Also es ist 2022 beendet und 2023, ja, hocken wir uns jetzt vom, wie gesagt, ICE T1 in den T3, weil genauso geht es jetzt weiter mit einer etwas größeren Geschwindigkeit, weil doch so viele Sachen auch in den Startlöchern stehen. So. Ich denke auch ein wenig professioneller. Ich meine, du nimmst mir jetzt schon die ganzen Themen hier vorweg auf unserem Rückblick. Aber eins möchte ich vielleicht in meinem Rückblick die letzte Zeit in Gedanken, in den Feiertagen, in den ruhigen Tagen, ist mir aufgefallen, dass wir die letzten Jahre, speziell auch das letzte Jahr, viel zu sehr von außen getrieben wurden. Ne? Von Inzidenzzahlen, von Energiezahlen, von der Androhung, Lockdown und kalt und alles nur von außen gesteuert. Und wir haben das auch ganz, ganz massiv mitbekommen, Alex und ich, also auch über die Rückmeldungen von da draußen, die kritischen Stimmen und so weiter. Und ich habe für mich entschlossen, das neue Jahr möchte ich mehr von innen nach außen. Ja, also ne, mich weniger von diesen äußeren Faktoren leiten lassen. Ne? Das habe ich mir ganz speziell vorgenommen und das wünsche ich mir auch für viele da draußen, ja, die vielleicht ihre Zeit am Handy verkürzen sollten, um sich wieder auf die wichtigen Dinge zu besinnen. Was hatten wir noch? Alex, lass uns noch mal zurückgucken. Wir haben die Sommersaison beendet. Thema Hundeschwimmen. Meiner hat mitgemacht. Ja, das war noch eine Kiste. Ein legendärer Sommer. Ja, muss man auch mal erwähnen. Und als Positives möchte ich in all den Krisentagen vielleicht noch erwähnen, es hat uns viel enger zusammenrücken lassen. In den Bädern, ja, von Bad zu Verwaltung. Da ist enorm viel passiert und man muss, glaub ich, auch sagen, dass es durchaus positiv war für die Zukunft. Ja, denn was soll denn jetzt noch kommen? Ne, was wir nicht schon gemeinsam überstanden haben, kann ich mir wenig vorstellen. Also es kann nur noch besser werden. Ja. Also wenn man am tiefsten Punkt ist, dann geht es nur noch nach oben. Das ist richtig. Ich stehe da manchmal, aber vielleicht manchmal ein bisschen kontrovers dazwischen, sagen wir, der tiefste Punkt hast du nie erreicht in deinem Leben. Bereite dich auf die Dinge vor, die noch tiefer sein könnten, und freue dich an den Dingen, wenn es hochgeht. Und ich glaube, das sind die Themen, die, wo ihr euch darauf vorbereiten solltet in der Hinsicht. Also doch immer wieder darüber nachzudenken, hey, es kann doch sein, dass mein Bad zugemacht wird. Es kann doch sein, dass Leute entlassen werden. Es kann doch sein, dass Dinge nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Und was sich verändert hat, ist, dass die Menschen aus diesem Überflussdenken rausgekommen sind. Dass das, was vor 4 Jahren immer wieder gesagt wurde, immer dieses noch eins drauf, noch eins drauf, erst, es kann doch nicht noch weiter nach oben gehen. Ja, genau, der Zenit ist erreicht worden. Das war der Punkt. Und wenn es aber dann runtergeht, dann sind alle erstaunt. Dann heißt, hä? Wie jetzt? Das passiert ja wirklich. Ja, es passiert wirklich. Es verändert sich im Land. Und wahe dem, der gut vorbereitet ist und der die Dinge versucht zu sehen zu kommen oder eben zu versucht, die Dinge ein Stück weit für sich zu nehmen, wie sie kommen, und tue das Gute und das Beste daraus. Und alles das, was mir passiert, sind eben nicht nur Dinge, die schlecht sind, sondern sind auch Dinge, die mich da lehren, mein Leben eben nicht auf diesem Überfluss zu bauen, sondern mein Leben darauf auszurichten, auf den schönen Momenten, die ich gerade lebe. Und das Leben einfach nicht im Voraus oder in der Vergangenheit zu setzen, sondern im Hier und Jetzt neu zu finden. Und das, glaube ich, hat den Unterschied heute immer wieder ausgemacht. Und das hat man im Herbst auch gemerkt, ja. Nach der Corona-Krise, also diese Energiekrise, hat ganz anders nochmal eingeschlagen, hat sie.
Aber dass man ein Bad schließen muss wegen irgendwelchen Dingen, war nicht völlig ferner liefen, sondern man war darauf vorbereitet. Man hat gewusst, okay, man muss mit den Leuten reden, man muss die Leute darauf vorbereiten, man muss seinen Kunden darauf vorbereiten, man muss mit den Leuten auch einfach offen drüber einhergehen. Man braucht nichts vertuschen. Man kann da auch an sich offen drüber reden, wie die Dinge passieren. Und das sind Dinge, glaube ich, die sich massiv verändert haben und die auch Sicherheit gibt. Jetzt mittlerweile wieder haben. Ja? Und man ist bewusster geworden in der Schwimmbadbranche. Man macht nicht nur einen kleinen Bereich, sondern man macht sich wieder auf, man informiert sich wieder, man schaut dann doch, hey, was muss ich noch weiter lernen, um meinen Horizont zu erweitern? Und um meine kleine Suppe, um die ich mir rühre, dann doch größer zu machen. Und das sind Punkte, wo ich gesagt habe, das hat sich verändert, ganz, ganz sicher. Wir Ja, ich war. müssen kluge Mess- und Regelanlagen werden. Ja, geil. Mir kommt gerade der Chlorwert, wie er nach oben und nach unten geht und nach oben und nach unten. Und was brauchst du dafür? Einen guten proportionalen Beiwert, ne, der das Ganze wieder ausgleicht und hochrechnet, voraussieht und rückblickend und so weiter und so fort. Ne? TVM, TVV. Da haben wir es wieder. Ja. Die andere Alternative wär die Zwetschgen. Ne? Also man sagt ja, umso weiter du nach oben kommst, ne, umso weiter fällst du auch nach unten. Also die Spannweite von oben nach unten wird einfach größer. Es muss ja nicht negativ oder positiv sein, aber ja, und genau so darf es auch sein. Es darf auch runtergehen. Ist geil. Du kannst auch wieder hochgehen. Ist auch geil. Pass auf, Alex. Wir haben nicht nur die Akademie im Pedo, sondern dann ein weiteres interessantes Projekt, wie ich finde, und zwar unser Tutorenprogramm. Ja, das heißt Rent Your Tutor. Ist mal geil, ja. Hätte ich selbst gern damals in der Meisterschulung gehabt, ja. Gut, es gab natürlich auch Internet und Wikipedia und solche Dinge. Aber was YouTube. wäre denn damals gewesen, wenn du auf Knopfdruck dir dein Tutor spezialisiert in der Bäderbranche zu dir holen kannst. Egal ob Nachhilfe, ob Prüfungsvorbereitung, ob's, was haben wir noch mit drin? Mentoring, ja, Mentoring. schnelles Troubleshooting. Ja, du kriegst vom Labor deine Analyse und weißt nicht mehr weiter. Dann hast du einen Tutor. Und dieses Programm wird auch im Jahr 2023 kommen. Da sind wir auch schon in den letzten Zügen. Dann haben wir noch das Lexikon, das wir bauen. Das Jo. Schwimmbad-Lexikon. Auch eine recht geile Kiste. Kommt auch 2023. Und ich denke, das kann es dann auch erstmal sein. Ne? Also, wenn dieses Portfolio nur zur Hälfte man nur überblickt, was da drin steckt, also brutal. Wie gesagt, Leute, für mich war es immer der Punkt und David und ich waren jetzt auch nicht unbedingt die Leute, die immer nur faul waren, sondern wir haben uns auch immer wieder eben genau damit beschäftigt und zu überlegen, hey, wie kommen wir an gewissen Informationen und haben uns diese Informationen mühsam hersuchen müssen oder mit vielen Leuten reden müssen oder weiß Gott was alles. Ja, und hatten zum Glück immer wieder unser Netzwerk auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es genau der Punkt, was ich so schade finde. Wissen ist für alle da. Ja, Wissen ist genau das, was für uns alle dann auch den wirklich weiterbringt, besser zu werden in unseren Schwimmbädern, sicherer zu werden in unseren Schwimmbädern und ein Stück weit, ja, dieses ganze Energie, Badewassertechnik, Haustechnik in der Hinsicht zu lernen und das Ganze so umzusetzen, dass Geld gespart wird. Und das sind, glaube ich, Punkte, dieses Wissen, wo nicht nur von uns vermittelt wird, sondern wirklich wir schauen, dass einfach auch wirklich gute Leute für diese Themen auch vorhanden sind, dass genau dann ja auch die Experten vor das auch so weitergeben. Ja. Dahingehend, ich freue mich drauf. Es wird, also die Tutorenausbildung, das, also gerade auch alles, was an Nachhilfe da herrscht, was David und ich immer wieder im Hintergrund sowieso immer laufen lassen haben, jetzt auf eine Art und Weise, wo jeder drauf Zugriff hat. Ja. Yo, 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 Akademie, Tutorenprogramm und das Lexikon. Die anderen Sachen stehen weiter auf der To-Do-Liste, Alex. Oh ja.
Jetzt zu euch da draußen. Wir wollten auch diese letzte Folge in diesem Jahr auch gar nicht so lang machen. Ne? Ja, die Rückmeldung war, hey Leute, Stunde, seid ihr irre? Oh. Dann habe ich gesagt, okay, ja, wie lang, was ist denn gut? Ja, halbe, dreiviertel, dann ist echt gut. Basti schreibt mir immer, kommt auf den Punkt, das geht auch in 5 Minuten. Dann sage ich, hey, du machst in deiner Freizeit auch noch TikTok, oder wie? Ja. Oh, geile Nummer. Klick, 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 klick. Okay. Nein, also es ist für uns natürlich auch ein Bestreben, das Ganze wirklich schneller zu machen. Schöne Grüße, Basti. Ja, genau. Jetzt, ja, dieses. Ja, hallo Basti. Nein, also das sind für uns schon auch die Punkte. Wie gesagt, auch inhaltstechnisch. Wir wollen da auch wirklich so Breakouts mal im Podcast wirklich nochmal machen, dass wir sagen, hey, es gibt einfach Infopunkte, was läuft neu, was kommt neu, wo geht's hin. Nichtsdestotrotz, David und ich, es ist der Ursprung des Podcasts. Wir werden uns immer wieder auch natürlich in irgendwelchen Dingen drumrum eiern, wo einfach wir Freude und Spaß dran haben. Viele Worte loszuwerden um ein Thema. Auf der anderen Seite ist es genau das, dass wir gerne auch auf Rückmeldungen, wir sind dankbar drüber und setzen das natürlich in dem Rahmen gerne um, was da auch ein Stück weit für uns sinnvoll erscheint oder halt auch nicht. Nichtsdestotrotz, also Vorausblick hatten wir schon, also Akademie, Schulungen, Tutorenprogramm, Wikipedia, also im Endeffekt ein Wikileaks, eine coole Geschichte, alles das, was im Großen und Ganzen auch ja in der Plattform hoffentlich irgendwann mal in dem Sinne so zusammengefasst wird, dass ihr alles, was Schwimmbad bedeutet, geht auf die Schwimmbadplattform, ihr werdet definitiv alles finden. Ja, sonst... Das war der Jahresrückblick, der Voraussicht, die Vorausblick in dem Sinne. Ja, dann, so blöd wie es klingt, ja, dann finde ich das erstmal hervorragend, oder nicht? Ja, durchaus, durchaus. Ich möchte vielleicht noch mir fürs neue Jahr etwas wünschen. Und zwar, dass die Energiekrise vielleicht doch nicht so hart wird, wie man uns immer versucht, hier zu prognostizieren. In Liebe zu den Schwimmbädern, ganz wichtig, dass wir auch im nächsten Jahr noch so viele Wasserflächen haben, denn sonst war ja der ganze Blaudruck umsonst, wenn es jetzt doch wieder um die Wasserflächen geht. Ein kleiner Insider. aber kann durchaus passieren. Wir brauchen auch wieder was für die Zukunft. Egal, was passiert, egal, was von außen, ja, wir sollten uns nicht so viele Gedanken machen über die Dinge, die wir nicht ändern können. Und vielmehr um die Dinge, die wir für uns ändern können. Und Alex, danke dir für das Jahr 2023, denn auch wir beide haben einiges umsetzen können, umgesetzt und nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kollegen und Kolleginnen da draußen. Ja. In Liebe von Fachkraft zu Fachkraft, zum Berufsbild, zu dem, was wir sind. Bademeister 3.0. Yeah. Ne? Jawohl. Ja. Kommt's gut rüber. Alle miteinander. Genau. Lasst es krachen. Ich möchte mich auch noch bei bedanken. Also nicht fürs Jahr 23, sondern fürs Jahr 22 und freue mich auf das Jahr 23 mit dir. Und wünsche mir auch was. Ich wünsche mir echt, dass wir uns mehr trauen. Mehr trauen, unsere Stimme zu erheben. Mehr trauen, die Dinge zu tun, die wir können, ja, und uns weniger unter den Scheffel und in den Schatten stellen. Und ich glaube, das ist das, was David und ich angefangen haben, das zu tun, ja, Mund aufzumachen, das weiterzugeben, was wir können, ja, und aber wir bleiben formbar. Wir sind immer noch verbesserungswürdig, wir sind immer noch nicht die völligen
Überflieger, sondern wir sind zwei Schwimmmeister, zwei Bademeister, die ihren Job lieben und die das tun, was für die Leidenschaft einfach ausleben, die es da draußen einfach gibt oder die es für uns auch ist. Und dahingehend danke ich dir für das Jahr 22 und freue mich auf 23 und freue mich auf euch alle da draußen. Genau. Wir wünschen euch gute Zeit, Gottes Segen, alles das, was auf euch zukommt und ja, der Rest kommt dann im Jahr 1.1.23. Ich freue mich drauf. Also Leute, vielen Dank. Bis nächstes Jahr. Tschaußen. Genau. Servus. Tschaußen.